es wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Diese zwei Typen sind auf YouTube zurzeit der absolute Renner. Mit ihrem Song Alles wird aus Hack gemacht kommentieren sie satirisch den übermäßigen Fleischkonsum in unserer heutigen Gesellschaft. Über 750.000 Menschen haben sich ihr Video schon angesehen und es werden täglich mehr. Tatsächlich ist es so, dass wir Deutschen jährlich mehr Fastfood und Fertigprodukte zu uns nehmen. Meistens bedingt durch zu viel Stress, aber auch einfach nur, weil es schmeckt und schnell gehen muss. 2011 machte der Fastfood-Gigant McDonald's noch einen Jahresumsatz von 3,2 Milliarden Euro. Aber woran liegt es genau? Haben wir verlernt zu genießen? Gourmetgarten 2013. Hier trifft man sich einmal im Jahr, um zusammen zu schlemmen. Eiscreme in exotischen Geschmacksrichtungen wird hier neben Köstlichkeiten aus der Toskana geboten. Und die Italiener, die wissen doch, wie man genießt. Essen gut. Die Italiener sitzen in den Tisch zu essen. 2-3 Stunden. Schneller. Wir machen nichts. Also in die Essen. Norbert Bosse veranstaltet jedes Jahr den Gourmetgarten. Er schaut sich um in der Region und überlegt sich, wer das Feinschmeckerfest bereichern könnte. Er lebt leidenschaftlich, so sagt er. Und gutes Essen ist wichtig. Aber zum Genuss gehört noch viel mehr. Es ist ein gutes Buch, es ist ein schönes Ambiente, es sind gepflegte Getränke und es ist auch eine schöne Umgebung mit netten Menschen. Und wenn ich mal sagen darf, in Italien habe ich mir die Idee geholt für das Gartenmahl. Zu sagen, dort feiert man die Ravioli auf einem Fest über der Brücke und wir haben diesen Laubengang. Und das ist für mich genug. Gute, interessante Menschen, die Spaß daran haben, gute Weine, gutes Essen und dann noch so eine tolle Umgebung wie in diesem Schlosspark und sagen, wir bauen hier eine Tafel für 80 Leute in einen Laubengang. Und die Besucher, die genießen mit. Man ist erstaunt, wie lecker das ist. Das ist schön hier, das werden wir jetzt gleich erkunden. Ein Käffchen getrunken, naja, nur mal gucken, was hier alles noch so geschieht. Wir haben ja noch Zeit, ist ja bis 24 Uhr heute. Weißweinschorle mehr noch nicht, aber gegessen wird auch noch. Das Eis, das ist vorzüglich, schmeckt gut. Und das kommt von Marco Canis. Er bietet so ungewöhnliche Sorten wie schwarze Vanille, Torrone oder Rose Pistazie an. Das ist einfach so, dass man den Beruf einfach lebt und dann hat man ein bisschen Ideen und alles, was ein bisschen geschmacklich dazu passt, das kreiert man dann. Man besucht Messen in Rimini und in Longarone in Italien und bildet sich weiter. Man muss einfach immer nur am Ball bleiben und dann funktioniert das auch. Und vor allen Dingen ist es ganz wichtig, dass das Team zusammenarbeitet. Die Eisproduktion, der Verkauf muss sagen, was die Kunden wollen und das setzt die Eisproduktion dann halt um. Fakt ist, viele Deutsche müssen wieder lernen zu genießen und vor allem das, was auf ihren Tellern liegt, wertzuschätzen. So hebt man schließlich seine Lebensqualität. Und zum Schluss noch ein Genießertipp vom Genussmeister. Genuss, da sind wir wieder, muss auch heißen, sich Freiräume in seinem Alltag zu schaffen und sagen, jetzt genieße ich mal. Ich kann nicht, wenn du morgens um 5 aufstehen musst und musst um 7 in der Arbeit sein, kann ich morgens nicht warten, ins Frühstück machen. Aber zu sagen, Sonnabend oder Sonntag oder wenigstens einmal die Woche, da will ich meine Familie zusammen haben und da nehmen wir uns mal Zeit, da koche ich mal. Das wäre schon mal ein Punkt. Genuss ist wichtig. Nehmen Sie sich also beim nächsten Essen einfach mal Zeit. Dann muss es ja nicht mehr unbedingt Fastfood sein.